Spitzensport und gute Unterhaltung im aktuellen Sportstudio. Mit Becks. Spät, verkürzt und vielleicht gerade deswegen mit besonders viel Drive. Herzlich willkommen zum aktuellen Sportstudio. Unsere Schwerpunkte heute, Fußball und Leichtathletik, und kommen wir gleich zu unseren Gästen. Einer der magischen Vier der Eintracht Frankfurt, wenn Sie mich fragen, der schönste gar, Maurizio Gaudino. Welche Zeitung man auch aufschlägt, überall steht, er steht gewaltig unter Druck. Und genau den musste er auch heute aushalten, und ich finde, dafür sitzt ihr hier ganz schön relaxed. Herzlich willkommen, Ottmar Hitzfeld. So, aber zum Spiel von Borussia Dortmund erst später. Jetzt zur Begegnung von Schalke 04. Und ich kann mir vorstellen, dass den Schalkern in Hamburg ganz schöne frische Brise um die Nase geweht ist heute. Und das hat auch seinen guten Grund, denn auch der HSV hat jetzt sein hauseigenes Parfum. Also da soll Otto Rehhagel noch mal sagen, er hat was gegen Frauen im Fußball, weil wir den Schweiß der Kabine nie gerochen hätten. Also ich kann mir vorstellen, zumindest in den Kabinen vom HSV duftet es jetzt ganz wunderbar. Und vielleicht konnten die Schalker die Hamburger so gut riechen, dass sie ganz vergessen haben, dass das ja eigentlich ein Gegner ist. Nicht wahr, Nils Kaben? Die Hoffnungen des HSV hingen vor allem am Seitenband des linken Sprunggelenks von Valdas Ivanauskas. Würde es halten nach nur 13-tägiger Heilungszeit? 27.000 feierten in Litauer im Volksparkstadion. Einige von ihnen hatten sogar ihre letzten Pfennige gegeben und einen Glücksbringer an die Kabinentür geklebt. Ivanauskas spielte von Beginn an über weite Strecken so. Dies sollte kein Zeichen von Geringschätzung gegenüber seinem Gegenspieler Thomas Linke sein. Den Klassenunterschied demonstrierte der 27-Jährige auf andere Weise. Ein erstes Solo vorbei an Linke, später an Luginger und an Holger Gierke. 6 Minuten waren vorbei und die Westkurve feierte schon wieder. Diesmal das dritte Saisontor von Ivan, wie sie ihn nennen. Die Taktik mit dem schnellen Tor war aufgegangen. Schalkes Trainer Schulte hätte seine Jungs besser gewarnt. Scheinbar sind auch meine Spieler nicht darüber informiert gewesen oder haben sich das mal im Fernsehen nicht angeguckt, was der Ivanauskas macht. Sonst kann man unmöglich so ein Tor kriegen, wo ganz Deutschland darüber redet, wie der Fußball spielt, einzusetzen. Einige von meinen Spielern hätten gleich zu Hause bleiben können. Dann wäre es vielleicht noch besser gegangen. So haben wir da hinten offen Holland gespielt. Keine Gegenwehr, gar nichts. Holger Gierke schon jetzt ein bisschen fassungslos. So allein darf man einen Stürmer einfach nicht lassen. Zwei angeschlagene Stürmer also hatten mit einer desolaten Schalker Abwehr keine Mühe. So werden Fußballspiele im Volkspark wieder schön. Der HSV macht dem Sympathierivalen St. Pauli echte Konkurrenz. 38. Minute, Letschkow sagte den Doppelpass mit Behron an. Ein ungeschicktes Foul von Gierke, aber auch ein unabsichtliches Foul bleibt eines. Klaren können, sagte Helmut Schulte später. Und wenn wir so weiterspielen, dann werden wir echte Probleme hinten kriegen. Aber ich bin optimistisch. Die Mannschaft hat auch gegen Dortmund gezeigt, dass sie auch ein anderes Gesicht hat. Und das muss sie wieder ganz, ganz schnell herausholen. Ganze 2 Chancen registrierten die Beobachter bisher für die königsblauen Schalker. Die beste vergab Borodjuk nach einer halben Stunde. Dafür hörte er später keine Vorwürfe. Was die Abwehr vermasselt, kann der Sturm nur selten wieder ausgleichen. In der zweiten Halbzeit das gleiche Pärchen, Ivanauskas und... Wir haben trotzdem noch versucht, zweite Halbzeit was zu machen. Wie gesagt, es hat so einen Torchancen gereicht, aber das vierte Tor war natürlich absolut dann der Genickschuss. Den Schalkern keineswegs. 4:1, der Sieg des HSV gesichert. Erst jetzt konnte Ivanauskas geschont werden. Das war für mich das sicher bessere Partie, aber heute ist das wichtiger 2 Punkte und das ganz normale Arbeitssieg. Fühlt sich wohl in Hamburg? Ja. Sein Fuß sah anschließend wieder schlimmer aus, doch das Seitenband hatte gehalten, wird gekühlt und weitergepflegt bis zum Pokalspiel am Mittwoch gegen Hertha. Als Frankfurt 1980 UEFA-Cup-Sieger war, das war gegen Borussia Mönchengladbach, da hat sich bestimmt keiner so sehr gefreut wie Friedel Rausch, der ja damals die Eintracht trainierte. Aber so ändern sich die Zeiten, wenn
heute Frankfurt gewinnt, dann löst das überhaupt keinen Jubel mehr aus bei Friedel Rausch, ganz klar. Und besonders dann nicht, wenn die Eintracht gegen seinen Kaiserslautern gewinnt. Von dieser heutigen Spitzenbegegnung jetzt Rolf Töpperwien. Ja, ich habe ja schon vor der Runde gesagt, dass der Toni alle Vorzüge eines Top-Stürmers hat. Habe ja auch angekündigt, dass er 40 Tore machen kann. Ja, er ist natürlich das, was ich im Vorfeld schon gesagt habe, für mich der beste Stürmer Europas. Er ist selten von einem Mann zu halten. Wir haben das abgesprochen gehabt. Und bei diesem Konter, wir waren ja im Angriff, haben eine Chance gehabt, eine gute Chance gehabt, haben den Ball verloren. Und dann hat Thibaut einen schnellen Pass bekommen, ist an zwei Leuten vorbei. Und das ist unnachahmlich. Und da können ihn, wenn er im Lauf ist, auch nicht zwei gute Leute halten. Aber das wissen wir und sind wir froh, dass in der Bundesliga so ein guter Stürmer ist und spielt. Und ich hoffe, dass meine Stürmer oder meine Spieler beim nächsten Heimspiel auch wieder treffen. Im Frankfurter Waldstadion war es das Tor des Tages. Typisch für den 1. FC Kaiserslautern, dass es von einer eigenen Chance der couragiert spielenden Pfälzer ausging. Fuchs war von Falkenmayr gestoppt worden, Zadarze zu Binz, der zu Bein. Und dann dieser Zauberpass in den Lauf des ghanaischen Nationalspielers. 1:0 für Eintracht Frankfurt nach 16 und nach 90 Minuten. Und der Toni ist ein Mann, der auch Traumtore schießt heute. Ein Tor sicherlich, was von 10 Stürmern nur einer macht, eben der Toni. Er lupft ihn an, der Jammern kommt raus und das ist unheimlich schwer zu erzählen. Aber er hat die Klasse, um das Tor halt zu machen. Und das war halt entscheidend. Obwohl der FCK hervorragend mitspielte und gute Möglichkeiten besaß. Sforza, Fuchs verpasst. Frankfurt ohne Bindewald und Bommer lebte von Gaudinos Laufarbeit, von Beins Pässen. Furtok, Binz. Wieder der offensivstarke Libero Binz. Jeboa gegen Funkel und Haber erfolgreich. Lieberknecht, Bein bedient Jeboa gleich wieder. Katletz kommt zu spät, aber Ehrmann rettet. Ein tolles Spiel, trotz tropischer Temperaturen um die 40 Grad. Die Eintracht in der Schlussphase der ersten Halbzeit überlegen. Jeboa, mit dem Funkel seine Mühe hatte. Furtok sieht Bein und der verpasst. Die letzte Minute. Uwe Bein, dem von dem sehr mannschaftsdienlich spielenden Gaudino immer wieder der Rücken freigehalten wurde. Jeboa. Lieberknecht kann da nur staunen. Ralf Weber, Mirko Dickhaut und Gary Ehrmann. Zweite Halbzeit. Bei Frankfurt jetzt Komjenovic für Dickhaut, bei Lautern Lusch anstelle von Haber. Apropos Lusch, hier prüft er gleich Stein mit einem platzierten Linksschuss. Rausch fordert noch mehr Offensive, doch immer wieder durchkreuzt Frankfurts Alleinunterhalter Jeboa die Pläne des FCK-Trainers. Goldbeck inzwischen für Lieberknecht dabei. Lusch mit viel Schwung am rechten Flügel und Stefan Kunz. Die letzte Viertelstunde. Kaiserslautern dem Ausgleich jetzt sehr nah. Uwe Fuchs, Uli Stein. Am Ende ein hart erkämpfter Sieg und Klaus Toppmöller, selbst 8 Jahre Mittelstürmer des FCK, wusste genau, welchem Frankfurter Spieler er diesen doppelten Punktgewinn in erster Linie zu verdanken hatte. Welche Stärken hat Jeboa, die Toppmöller nicht hatte? Toni ist sicherlich viel schneller wie ich, ein Top-Athlet von allen Seiten her und ist schon ein Riesenfußballer. Und was könnte sich Jeboa noch aneignen von Toppmöller, von Toppi der 70er Jahre? Ja, sicherlich nichts. Er ist schon so gut, dass er von mir nichts mehr lernen kann. So, Maurizio Gaudino noch einmal herzlich willkommen. Guten Abend. Trainer Klaus Toppmöller hat ja gesagt, also wenn wir verlieren, dann sprechen Sie mit mir, aber wenn wir gewinnen mit unseren Spielern, genau das tun wir ja. Heute haben Sie gewonnen. Warum spricht man so von den magischen Vieren? Antoni Jeboa und Furtok und Bein und Sie, was ist Besonderes an Ihnen? Ja, was ist Besonderes? Ist wahrscheinlich durch das, dass Jan Furtok und ich zur Eintracht gekommen sind, ist die Mannschaft spielerisch noch stärker geworden, obwohl sie das ja letztes Jahr schon war. Und wir dann
sei mal, die zwei Stürmer sehr gut einsetzen können, der Oberbein und ich, und dadurch auch noch ein Wechselspiel haben, weil ich spiele jetzt mehr im Mittelfeld. In Stuttgart hatte ich ja immer zweite Sturmspitze gespielt. Jetzt spiele ich im Mittelfeld und soll das Wechselspiel mit dem Uwe Bein machen, wenn er mal in der Manndeckung ist. Und dann lässt er sich geschickt zurückfallen und ich kann die Rolle übernehmen. Hat zwar heute nicht ganz so gut geklappt, aber Uwe Bein hat einen hervorragenden Pass auf Anthony Ebor gespielt. Und das ist das Wertvolle an unseren zwei Stürmern. Dadurch, dass der Jan Vortog auch da ist, der macht sehr viel Raum für den Anthony. Und das ist wahrscheinlich das ganze Geheimnis von denen. Also ich finde schon, dass das heute ganz toll gepasst hat. Ich habe mir das Spiel angeschaut, weil Sie das gerade das Gegenteil davon sagen. Ich finde, Sie haben dem Bein so richtig schön den Rücken frei gehalten, ihm auch die Chefrolle im zentralen Mittelfeld überlassen. Fällt Ihnen das schwer? Nö, es fällt mir überhaupt nicht schwer. Solange wir gewinnen, ist das hervorragend. Nur hätte ich in der einen oder anderen Situation auch mehr Akzente nach vorne setzen können, um ihn dadurch noch mehr zu entlasten. So konnte ich ihn praktisch nur den Rücken frei machen, wie ein Defensivspieler. Und ich soll ja beides machen, also ihm den Rücken frei machen und gleichzeitig nach vorne spielen. Aber Sie haben sich doch sehr geändert. Früher in Stuttgart, da waren Sie so die große Lichtgestalt, von der alles sprach. Und jetzt spielen Sie so unauffällig. Ja, ich habe eine andere Rolle. Ich spiele, sagen wir, in einer Mannschaft, wo überwiegend gleichwertige Spieler sind. Da muss man sich auch im Spielsystem unterordnen. Das macht mir auch gar nichts aus, weil solange wir erfolgreich spielen, habe ich schon erwähnt, ist es schön, in einer erfolgreichen Mannschaft zu spielen, und dann macht man auch die Sachen, wo man vom Trainer vorgegeben kriegt. Und aber in Stuttgart war ich halt, macht nichts, auffälliger Spieler durch meine ganzen Art. Seit ich in Stuttgart da gekommen bin mit meinem Wechsel, da war immer das Problem mit langen Haaren und Ohrringen und meine Ferraris. Da habe ich halt so einen Tick weg gehabt. Und wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen, ob Sie vielleicht die Rolle auch so ein bisschen satt hatten, ewig der Paradiesvogel zu sein, der mal geliebt wird, und wenn da was schief geht, dann eben auch total, an dem sich dann gerieben wird. Ja, klar, ich habe halt die Rolle übernommen und mit der musste ich mich durchbeißen. Ich bin zum Schluss dann auch ganz gut mit der Rolle zurechtgekommen. Sie haben gerade die Ferraris erwähnt. Haben Sie sie nun verkauft? Ja, die sind verkauft. Ich habe ja nicht alle auf einmal gehabt, sondern jedes Jahr an neun. Auf Rücksicht auf Ihr Image oder hatten Sie einfach keine Lust mehr zu den Autos? Ja gut, ich habe jedes Jahr, das war also 5 Jahre am Stück, eingefahren. Und irgendwann kriegt man auch von so einer Sache genug. Und ich habe geheiratet und Familienplanung steht vor der Tür. Und da habe ich mir halt ein anderes Auto. Platz fürs Baby. Ja, genau. Ein anderes Auto gekauft. Jetzt wird das Auto wahrscheinlich hinten länger und dafür vorne kürzer. Ne? Ja, jetzt ist es ein normales Auto. Ein größeres. Aber jetzt haben wir auch genug Werbung für Ferrari gemacht. Kommen wir auf Ihre Vergangenheit doch zu sprechen. Jetzt so mit Abstand. Können Sie jetzt sagen, was da eigentlich passiert ist? Dieser überragende Maurizio Gaudino im Meisterjahr von Stuttgart und dann dieser Einbruch. Ja, es ist jetzt sehr schwer, über die alten Geschichten oder das alles wieder aufzuwühlen, was in Stuttgart passiert ist. Es hat einfach nicht mehr so gepasst. Vielleicht sind wir alle, die ganze Mannschaft oder Trainer und Manager mit im Begriffen, mit der Situation überhaupt nicht zurechtgekommen, dass wir Meister geworden sind und dass wir jetzt die Gejagten sind. Und wir haben halt einen Mann verloren, einen sehr guten Mann mit Matthias Sammer, und haben 3 gute dazu bekommen. Aber wir haben sehr lange gebraucht, dass die Leute zu integrieren und dass das Spielverständnis überhaupt gepasst hat. Ich möchte auf Sie persönlich kommen. Was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Also haben Sie erst schlecht gespielt und Ihr großer Förderer Christoph Daum hat Sie dann fallen lassen? Oder aber hat er sich aus welchem Grund auch immer von Ihnen abgewandt und daraufhin haben Sie dann schlechter gespielt? Was soll ich da drauf sagen? Die Wahrheit. Ja, die Wahrheit. Also wir haben das intern damals ausgemacht und das hat jetzt nichts mit dem Maulkorb zu tun. Doch. Nee, hat es überhaupt nicht. Weil ich wühle gerne alte Sachen auf, weil ich spiele bei dem Verein nicht mehr. Und wenn ich in dem Verein jetzt gespielt hätte oder jetzt dort geblieben wäre, dann hätten wir mehr über das Thema sprechen können oder das Ganze nochmal aufwühlen. Aber da ich den VfB verlassen habe und egal was passiert ist, ich habe 6 schöne Jahre dort gehabt, egal wie ich jetzt mit Höhen und Tiefen. 5,5 schöne Jahre. Ja, 5,5, ja genau, weil die Saison immer im Juni aufhört. Und deswegen ist das Thema für mich tabu. Aber was macht jetzt Topmüller so viel anders als Daum? Ja, konkret mal. Was macht er anders? Erstens war es so, dass er mich unbedingt haben wollte. Was immer schön ist. Ja, das ist immer was Schönes, wenn man einen Trainer hat, der 100% zu einem steht, egal was im Vorfeld über einen geschrieben wird oder was er Wobei das Daum auch mal wollte, ne? Ja, hat er ja auch im Meisterjahr gezeigt. Er war hinter mir gestanden, wir sind Meister geworden. Im zweiten Jahr hat es nicht mehr so geklappt, aber das hat jetzt damit nichts zu tun, dass unser Verhältnis da vielleicht ein bisschen gestört hat. Das war durch die Medien gestört, aber nie intern zwischen uns zwei.
Ja, was macht Toppmöller konkret so viel anders? Das haben Sie eigentlich nicht beantwortet. Habe ich nicht beantwortet? Nee. Gut. Konkret? Was macht er anders? Vielleicht liegt es auch an mir, dass ich wieder neue Motivation habe, ja, in so einer Mannschaft zu spielen. Wir haben schon gesprochen, ich tue mich unterordnen. Früher hat es immer geheißen, der läuft nichts. Jetzt halte ich schon Uwe Bein den Rücken frei. Also das sind, sage ich mal, kleine Rädchen, wo wir zusammenführen. Und in der Mannschaft spiele ich einfach mit viel mehr Selbstvertrauen und dann läuft es auch besser. Sie sind ja einer, der immer sehr viel motiviert werden muss. Ne? Jetzt frage ich mich, also ich habe so diesen Psychotrick mir überlegt, den der Klaus Toppmöller so am Anfang der Saison da gebracht hat, dass er also unter der Tischdecke eine Kopie der Meisterschale vorzieht und euch die wie den Heiligen Gral in die Hand drückt und die darf dann jeder mal anfassen. Motiviert euch das wirklich? Ja, in dem Fall hat es sehr gut motiviert. Wir haben 4-0 in Gladbach gewonnen. Ja schon, aber so ein Trick, das... Was heißt so ein Trick? Jeder Trainer hat seine eigene Methode und er wollte einfach von der Methode, viele sprechen da vom Geld, und er wollte einfach von der Methode vom Geld wegkommen, dass wir einfach unser Ziel ist, die Meisterschale am Ende vom Jahr hochzuhalten, und da es in unserer Mannschaft nicht viele haben, sondern nur ein paar. Und dann versuchen auch die anderen Spieler mit den anderen darüber zu reden, was für eigentlich ein schönes Gefühl ist, die Meisterschale mal in der Hand zu halten. Das kann man mit Geld überhaupt nicht bezahlen. Also Ihnen kann das nicht so imponiert haben. Sie hatten ja eine echte in der Hand schon. Ja gut, mir hat es trotzdem imponiert, weil man muss immer versuchen, weil ich ja immer so gehandhabt werde, dass ich nie konstant bin, versuchen jetzt mit der Eintracht einen Meistertitel zu holen oder einen anderen Titel, und dann imponiert es trotzdem. Alles Gute für Sie. Danke, dass Sie da waren. Danke. Also man kann wirklich nicht gerade sagen, dass es sich das DFB-Schiedsgericht leicht gemacht hat mit seiner Entscheidung, ob des Freistoßes des Bremers Andi Herzog, der ja den Ball einfach so ganz unverfroren 9 Meter vom Foulpunkt entfernt keck in das Tor der Stuttgarter reingekickt hat. Und die haben nun daraufhin wohl einen psychischen Knacks erhalten, so sagen sie jedenfalls. Aber Einspruch abgelehnt, das Spiel sei dadurch nicht anders verlaufen, als es sonst verlaufen wäre. Jetzt muss man das vielleicht auch mal wegstecken und sagen, okay, neues Spiel, und das war es ja heute. Und gegen Duisburg könnte man ja diesen psychischen Knacks wieder gut machen und könnte auch 2 Punkte holen. Oder, Norbert Galeske, man könnte. Naja, keine leichte Aufgabe für Christoph Daum, der ja möglichst schnell zurück ins internationale Geschäft will. Der VfB, da er enorm verstärkt, doch nicht alle Neuzugänge sind ja unumstritten. Und daher steht Christoph Daum schon jetzt mächtig unter Druck. Ein gewisses Kribbeln im Bauch verspürte heute bestimmt auch Thomas Strunz. 8 Jahre lang spielte er beim MSV, ging dann zu den Bayern. Jetzt trägt er im zweiten Jahr das VfB-Trikot. Die 12. Minute, Strunz orientiert sich im Mittelfeld. Dort dann plötzlich der Spurt, zu spät. Duisburgs Uwe Weidemann mit dem 1:0 für den MSV Duisburg. Thomas Strunz und der VfB frühzeitig in Rückstand. Was war passiert? Buchwald verliert das Laufduell gegen Böger. Stremel kommt zu spät, Weidemann ist da. Der Aufsteiger führt mit 1:0. Und so hatte sich Christoph Daum die Wiedergutmachung für die 1:5-Schlappe in Bremen bestimmt nicht vorgestellt. Nur 90 Sekunden später die neu formierte Stuttgarter Deckung noch nicht wieder im Bilde. Duisburg setzt beherrscht nach. Die Flanke, Ferenc Schmidt. Eike Immel mit Unsicherheiten, die Rasterzöpfchen Peter Kötzle geistesgegenwärtig ausnutzt. 2:0 für Duisburg. Die Wiederholung, Kötzle schaltet am schnellsten, Immel ohne Chance. Die 20.000 im Duisburger Wedau-Stadion standen jetzt Kopf. Stuttgart vielleicht schon geschlagen? Denkst du, der VfB mit einem guten Mittelfeld nutzte jetzt endlich seine technischen Vorteile. Strunz und Jürgen Rollmann mit den Fingerspitzen. Die Zeitlupe, Rollmann macht sich ganz lang. Und Duisburgs Trainer Ewald Lien merkte, dass der Druck des VfB jetzt immer größer wurde. Die 24. Minute, Freistoß Stuttgart, Kögel läuft über den Ball und Strunz, der Anschlusstreffer. Eigenartig, wie man sich in Stuttgart über solche Tore freut. Auch hier die Wiederholung, die Mauer vielleicht ein bisschen schlecht postiert. Jürgen Rollmann diesmal jedenfalls nicht lang genug. Der VfB dank Thomas Strunz, der offensiv wie defensiv stark agierte, dem Ausgleich nahe. Doch dann der Konter von Stefan Böger. Böger und die Riesenchance vorbei, Sekunden, in denen man am liebsten im Boden versinken möchte. Vom vielgelobten neuen Stuttgarter Sturmduo Knup und Kruse bis zur Halbzeit nichts zu sehen, bis auf diese Einlage von Axel Kruse, der uns auch nach Spielende diesen kleinen Dialog mit dem Linienrichter nicht preisgeben wollte. Zur Pause 2:1 für den MSV, von Sommerfußball aber keine Spur. Im Gegenteil, der VfB nach dem Wechsel wie aufgedreht, dominierte jetzt völlig das Spielgeschehen, immer wieder angetrieben von Thomas Strunz.
Die 53. Minute. Kruse mit einem klasse Pass auf Sverrisson. Wo war Mandecker Thorsten Wohler? Der verdiente Ausgleich für den VfB. Das Spiel wieder offen und Christoph Daum endlich befreit. Denn eine erneute Niederlage hätte in Stuttgart bestimmt Leben in die Bude gebracht. Die Wiederholung, Sverrisson und der knallharte Vollspannschuss zum 2:2. Der MSV baute jetzt völlig ab. Stuttgart übernahm die alleinige Regie. 80. Minute. Fritz Walter für Adrian Knut bekommen, lässt Naius aussteigen. Das 3:2 auf dem Fuß und dann überlegte sich der Ball doch noch anders. Glück gehabt und daher kräftig durchpust Nevadlin. Denn am Ende blieb es beim gerechten 2:2, an dem ein Spieler mit seiner Superleistung maßgeblichen Anteil hatte. Ich habe die letzte Saison sicherlich nicht so gespielt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und Selbstvertrauen ist im Fußball, sage ich mal, 50%, und das habe ich im Moment und dann läuft es auch. Gab es heute was Besonderes hier vor dem Spiel? Vielleicht das Alter Duisburg hat sich doch besonders gefreut, auch hier wieder zu spielen und dann ein Tor zu machen. Ja gut, ein Kribbeln war sicherlich da. Es ist was Besonderes. Ich habe hier 8 Jahre gespielt und ich muss sagen, es war ein sehr schönes Gefühl, ausverkauftes Haus, und ich glaube, die Zuschauer haben ein gutes Spiel gesehen. Schön, alles Gute, danke. Die Zuschauer haben heute mehrere gute Spiele gesehen. Wir kommen mich jetzt zur Begegnung Borussia Dortmund gegen Freiburg. Und damit kommen wir zu Ottmar Hitzfeld. Herr Hitzfeld, das war eine Zitterpartie heute. Ja, war sicherlich eine harte Nuss, die wir knacken mussten. Und das Spiel war sehr, sehr spannend. Und das ausgerechnet, diese harte Nuss zu knacken nach der Schlappe auf Schalke, oder? Rudi Brückner. Und dann kann ein Fußballspiel schon mal zur reinen Nervensache werden. Für Spieler, Trainer, aber auch für die Zuschauer. Gefeiert wurde nach Schlusspfiff auf beiden Seiten. Bei der Borussia, aber auch beim SC Freiburg. Und das nach einem nervenaufreibenden Krimi im Westfalenstadion, geleitet ausgerechnet von einem Nervenarzt, Dr. Volkmar Fischer. Dortmund mit einem starken Gerd Poschner. Freiburg standfest in der Deckung, stark in der Offensive. Es folgt das Laufduell des Tages, albanisch-australisch. Nedzilic gegen Raklin. Strafstoß. Die Wiederholung, Gerangel, Geschubse und der Hinfaller des Freiburgers. Schwere Schiedsrichterentscheidung. Sie haben Elfmeter gepfiffen. Ja. Sagen Sie uns nochmal warum. Der Dortmunder Spieler hat versucht, bereits kurz hinter der Mittellinie den Freiburger Spieler zu Fall zu bringen. Ich habe daraufhin auf Vorteil entschieden und für mich, aus meiner Position, war es so, dass das eigentliche Foul im Strafraum war. Und folgerichtig habe ich also auf Elfmeter entschieden. Doch da irrt der Nervenarzt bei seinem Erstligadebüt. Übrigens sein einziger Fehler. Rodolfo Cardoso schoss Dortmunds Nerven nach 11 Minuten so richtig blank. Und fortan lief das Spiel an Kalle Riedle, zumindest in der ersten Halbzeit, vorbei. Stefan Chapuisat brachte den Ball überall durch, nur nicht über die Linie. Einzelaktionen in Schwarz-Gelb. Freiburg eifrig, energisch, selbstbewusst. Uwe Spies allerdings hier Verlierer gegen den nervenstarken Steffen Kurz. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit Abstimmungsprobleme im Dortmunder Sturm. Riedle und Chapuisat. Freiburg mit Raum zum Kontern. Und Cardoso fädelt sich hier geschickt bei Michael Zorc ein, aber die Zeitlupe wird es verdeutlichen, Cardoso wird auch von Zorc attackiert. Der Freistoß, ein maximaler Schuss von Maximilian Heidenreich. Das Nervenspiel auf dem Höhepunkt. Der Aufsteiger führt nach knapp 1 Stunde 2:0 und das nicht unverdient. Aber 2 Minuten später dann endlich der Wendepunkt. Karl-Heinz Riedle mit seinem ersten Bundesliga-Tor für Borussia Dortmund. Noch einmal nach Flanke vom rackernden Michael Rummenigge war sie plötzlich da. Die Kopfballstärke, die Sprungkraft und das Tor von Karl-Heinz Riedle. Spätestens hier war Ottmar Hitzfeld nun auf der Nervenumlaufbahn. 12 Minuten vor Schluss, Ecke Stefan Chapuisat, Kopfball Michael Zorc, 2:2.
Und 3 Minuten später ein Tunnel-Traumpass von Stefan Chapuisat auf Sammer. Die Tiefe des Raumes ruft die Nervenspiele mit 3:2. Der Titelaspirant hat's noch einmal umgebogen, dank Matthias Sammer. Aber fein war die Abstimmung bei Dortmund in allen Mannschaftsteilen noch nicht. Für uns war es sicherlich eine schwierige Situation nach dem Spiel gegen Schalke. Und ich glaube, das Spiel hat heute nicht die Mannschaft gewonnen, sondern die Südtribüne. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Da ist der Stefan Reuter ausgebuht worden, da haben sie ihn gefeiert. Die Südtribüne hat dort gewonnen. Und heute war ja im Prinzip alles verkehrt. Wenn du nach 60 Minuten 2:0 hinten liegst, dann ist ja im Prinzip alles falsch. Aber entscheidend ist, dass wir das Spiel gewonnen haben. Weh fragt am Ende keiner mehr. Und für die tapferen Freiburger bleibt nach dem 3. Spieltag die Gewissheit, die erste Liga jetzt schon bereichert zu haben. Ottmar Hitzfeld, wie haben Sie denn das Foul an Rackli gesehen, Sie persönlich? Ja, gleich nach der Mittellinie war es faul und wenn er da gefallen wäre, wäre es auch noch rote Karte gewesen und das muss man natürlich unter allen Umständen vermeiden. Aber am Schluss war es ein kleines Gerangel, da kann man Freistoß geben, man kann auch Elfmeter geben, also der Schiedsrichter hat es gepfiffen und das muss man akzeptieren. Und Sie können das einfach so akzeptieren? Andere sagen ja, das bringt einen völlig durcheinander und gleich am Anfang lähmt das regelrecht. Sie nicht? Ja, es war ein kleiner Schock und wir sind Profis, wir müssen das wegstecken. Das sage ich auch immer wieder den Spielern. Wir haben nachher immer noch genügend Zeit, um uns darauf einzustellen. Mir ist lieber, wir bekommen gleich am Anfang ein Tor, als vielleicht 5 Minuten vor Schluss. Da kann man dann wenig wettmachen, das stimmt. Ja, das haben wir letzten Samstag in Schalke, letzten Sonntag erleben müssen. Mhm. 0:1 Rückstand sind Sie ja dann in die Halbzeit gegangen. Jetzt frage ich mich jedes Mal, das heißt, das fragt sich wahrscheinlich jeder immer, was macht so ein Trainer in der Halbzeit mit der Mannschaft, dass die ja oft wie verwandelt wieder aus der Kabine kommt. Bei Ihnen fragt man sich das ganz besonders, weil Sie sind so ein Typ, da kann man sich nicht vorstellen, dass der rumbrüllt oder jemand zur Schnecke macht. Was tun Sie? Ja, wichtig ist, dass man mal Ruhe in die Mannschaft hineinbekommt. Die Spieler kommen ja in die Kabine rein, sie sind ziemlich nervös und diskutieren vielleicht auch noch über vielleicht Fehlentscheide vom Schiedsrichter oder über eine schlechte Aktion von sich selbst. Die müssen erstmal zur Ruhe kommen. Und wenn das der Fall ist, dann kann man mal kurz Fehler analysieren und das Wichtigste ist, dass man sagt der Mannschaft, was muss man besser machen in der zweiten Halbzeit, um das Spiel zu gewinnen. Also es ist nicht immer nur so, dass man da rumschreit und die Mannschaft da nach vorne treibt und der Trainer hat die Leviten gelesen, wenn sie in der zweiten Halbzeit besser spielen, das wird alles ein bisschen übertrieben. Also statt zu schimpfen, trösten Sie eher noch und sagen jetzt erstmal ruhig und... Es kommt nur darauf an, wie wir spielen und je nachdem, wie welche Fehler wir gemacht haben, da kann man auch mal sehr laut werden. Wenn ich merke, die Mannschaft, die braucht irgendwo noch einen Stoß von mir, dann kann ich auch laut werden. Aber entscheidend ist, dass man den Spielern auch Selbstvertrauen gibt und dass man sie anspornt, in der zweiten Halbzeit eben mutiger zu sein. Ja, die zweite Halbzeit, kommen wir gleich darauf zu sprechen, die begann ja dann auch nicht gleich rosig. 0:2 habt ihr dann zurückgelegt. Was haben Sie da gedacht? Ja, wie die meisten Fans auch bei uns im Stadion, da war ein kleiner Herzstillstand. Aber ich habe mich gleich wieder erholt und das ist meine Art, dass ich nach vorne blicke. Ich habe gleich überlegt, was kann ich jetzt noch machen, wie kann ich der Mannschaft helfen und habe gehofft eben auch, dass die Mannschaft die Routine auch zeigt, die wir besitzen und dass wir uns nicht aus dem Konzept bringen lassen. Aber so wie die dann erstmal weitergespielt haben, auch in Riedle, konnte man doch eigentlich nicht von ausgehen, dass sich dann das Blatt doch noch wendet. Doch, wir waren ziemlich nah dran. Wir haben in der ersten Halbzeit schon 2-3 Möglichkeiten gehabt, auch in der zweiten Halbzeit. Und ich wusste, in der Mannschaft steckt ja auch die Substanz und wir haben den Gegner nicht unterschätzt. Wir wussten, wie stark sie sind und wir mussten uns rehabilitieren. Und von daher habe ich angenommen, dass wenn uns ein Tor gelingt, dass wir dann explodieren. Das ist oft bei den Mannschaften so, dass die unter Druck stehen, dass wenn ihnen dann ein Erfolgserlebnis gelingt, dass sie dann befreit aufspielen. Aber zum Beispiel Freiburgs Trainer Volker Finke hat gesagt, Fußball ist nicht gerecht. Der empfand das regelrecht als ungerecht. Sie ein bisschen auch? Ich finde es ein sehr gerechtes Ergebnis, dass wir gewonnen haben. Ist ja ganz klar, weil wir... Ich halte es für fair genug, dass Sie jetzt auch sagen würden, Mensch, wir haben einfach Glück gehabt. Jetzt spreche ich erstmal über uns. Ja? Und wir haben schlecht angefangen, das Spiel lief gegen uns. Hm. Wir haben schlecht angefangen vom Resultat her, gut angefangen von einer Offensivaktion, wurden kalt erwischt, dann in der zweiten Halbzeit Druck gemacht, wurden wieder kalt erwischt. Das muss eine Mannschaft wegstecken. Wenn man 2:0 führt, darf man am Schluss nicht 3:2 verlieren, da darf man sich nicht mehr beklagen. Hm. Und die Mannschaft, die 0:2 hinten lag und 3:2 gewinnt, die hat ein Kompliment verdient. Hm. Sie haben gerade selber... Sie haben gerade selber den Druck erwähnt, den habt ihr euch ja selber hausgemacht. Mit diesen Stars, ein Riedle, 9,5 Millionen, das ist das, was die ganze Freiburger Mannschaft gekostet hat. Jetzt erwarten ja die Fans tatsächlich nicht, dass ihr Meister werdet irgendwann, sondern jetzt. Ihr habt keine Zeit. Man kann es nicht kalkulieren oder programmieren, dass man jetzt sagt, in diesem Jahr wird man Meister.
Man muss mit der Situation fertig werden. Aber das erwarten jetzt alle. Abend, er kam rein und wir haben gewonnen. Was will er noch mehr? Okay, so kann man es natürlich aussehen. Ich dachte, da kommt ein Applaus, aber gut, kommt eben keiner. Aber die Nerven müssen ein bisschen bloßlegen, denn das erste Mal eigentlich, dass ich Ottmar Hitzfeld so ein bisschen giftig erlebt habe, das, gerade jetzt in Bezug auf den FC Bayern, dem Sie gesagt haben, die riskieren ja nichts, die kaufen einen Valencia und die kaufen einen Vitecek, aber so richtig riskieren tun die nichts, aus Angst, dass sie sich blamieren oder dass sie einen Druck bekommen, wie wir es jetzt riskiert haben. Das war nicht giftig, das war nur eine Aussage von mir, dass ich gesagt habe, wenn sie einen Riedle gekauft hätten, dann wären sie noch ein bisschen mehr unter Druck. Sie wollten ja auch Riedle. Haben ihn nicht bekommen, weil Karl-Heinz Riedle unbedingt zu Borussia Dortmund wollte. Aber das war nicht bös gemeint. Das ist doch ganz normal, solche Aussagen. Und der Uli Hoeneß, der versteht das, der hat ja auch seine Sprüche drauf. Mhm. Und von daher ist das kein Problem. Mhm. Sie haben mal gesagt, Sie erwarten von Ihren Fußballern eigentlich nur eins, dass Sie für den Fußball leben. Ich schätze mal, das tun Sie auch. Leben Sie noch für was anderes oder wirklich nur für den Fußball? Ja, ich lebe in erster Linie mal für Borussia Dortmund, dass wir erfolgreich sind und wir unsere Fans verwöhnen können. Und dann natürlich auch für meine Familie. Natürlich gehe ich auch gerne mal ins Theater oder ein Musikkonzert besuchen. Ich lese sehr gerne. Was? Mache Sport. Ja, interessante Bücher. Jetzt gerade von Yellow, Die Verschwörung der Lügner. Ein interessantes Buch. Dafür finden Sie Zeit? Ja, man muss auch abschalten können. Schön. Dankeschön, dass Sie da waren. Dankeschön. Natürlich gab es am dritten Spieltag auch noch andere Begegnungen. Davon berichtet jetzt Harald Clausen. 196.000 Zuschauer, 27 Tore. Die Bundesliga boomt weiter und morgen noch Bayern München gegen Dynamo Dresden. Erleichtert Bernd Kraus, Gladbachs Trainer, erste Punkte gegen den 1. FC Nürnberg, bei dem schon vorher Konfusion herrschte. Das ging ins Auge für den 1. FC Nürnberg. Die verheerende Trikotzusammenstellung mit geliehenen Stutzen aus der Gladbacher Kollektion. Ein Farbenschock als Folge falsch gepackter Koffer. Aus der Not herausgeboren, wie vieles im Spiel vor 21.000 Zuschauern. Die Konsequenz? Jörg Neuns, 1:0 für die Borussia. Beide Mannschaften spielten zu wenig über Außen, leisteten sich viele technische Fehler und vergaben eine Handvoll Chancen. Gladbachs Vorteil? Fachflipsen und herrlich als Aktivposten und zwei Möglichkeiten mehr. Eine davon nutzte Holger Fach. 2:0, der Bökelberg bebte. Frustrierte Franken und den Trikotsponsor ärgern die falschen Stützen. Ja, die waren von uns. Sie sind heute mal für unsere Ausrüsterwerbung gelaufen. Danke. Gestern Abend Erleichterung auch bei Kölns Trainer Morten Olsen. Erste Punkte dank der doppelten Andrzejs aus Polen, Rudi und Kobylanski. Karlsruher Schütze zum 1:2 Schmidt. Ein Umzug, der die Fortsetzung einer Karriere bedeutet. Der von Trainer Stepanovic von Bochum nach Leverkusen beorderte Martin Kreh hat dort eine Wohnung akzeptiert, die nicht von Ratten bedroht sein soll. Premiere gestern in Wattenscheid für den jüngsten Schiedsrichter. Bernhard Zerr, 28 Jahre alt, Postbeamter. Er gab unter anderem Gelb-Rot für Wattenscheids Bach. Das 1:0 für Leverkusen durch Nationalspieler Christian Wörns. Umzügler Kreh noch auf der Bank. Wattenscheider Ausgleich durch Carsten Wolters noch vor der Pause. Der Siegtreffer gegen die Mannschaft von Hannes Bongartz, 2:1 durch Pavel Hapval, den Tschechen. Dann Wechsel Kreh für Schuster. Es blieb beim Leverkusener 2:1. Alle Ergebnisse links die Totozahlen. Mönchengladbach, Nürnberg 2:0, Hamburg, Schalke 4:1, Dortmund, Freiburg 3:2, Duisburg, Stuttgart 2:2, Frankfurt, Kaiserslautern 1:0 und gestern Köln, Karlsruhe 2:1, Wattenscheid, Leverkusen 1:2. Die Tabelle: Bremen, Frankfurt, Leverkusen mit 5:1 Punkten vorn, dann die Mannschaften mit 4:2, Hamburg, Kaiserslautern, Dortmund, Duisburg. 2:2 München, das ja morgen noch gegen Dresden spielen muss. Die Mannschaften mit negativem Konto 2:4, Freiburg, Karlsruhe, Wattenscheid, Köln, Mönchengladbach, Nürnberg und Schalke.
dann mit 1:3 Dresden, Leipzig, Stuttgart. Die zweite Liga meldet Tennis Borussia gegen Bochum 1:1, Chemnitz gegen Hertha 1:1, Homburg Mannheim 3:0, Stuttgarter Kickers Wuppertal 1:0, Meppen Köln 4:2, Jena Wolfsburg 2:0, Hannover Saarbrücken 4:1 und bereits gestern Rostock Uerdingen 2:0. Souverän mit 9:1 Punkten Bochum vorn, dann Mainz und München, die morgen gegeneinander spielen müssen. 6:2 Rostock, 6:4, ebenso wie Saarbrücken, Homburg und Hertha. Ausgeglichenes Punktekonto 5:5, Hannover, Meppen, Köln, Wolfsburg. Dann 4:6 Jena, Wuppertal, Uerdingen, Chemnitz, 3:5 St. Pauli, Essen und jeweils 3:7 auf den Plätzen 18, 19 und 20 Mannheim, Tennis Borussia und die Stuttgarter Kickers. Was haben wir in dieser Woche nicht alles erlebt? Eine schwäbische Maultasche unter dem Schuh der Weitsprung-Weltmeisterin. Ebenfalls in Stuttgart Maulwurf-Zielschießen der Kugelstoß-Amazonen. Umstürzende Altbauten in der Nähe des Gottlieb-Daimler-Stadions. Aber das ist neu in der Bundesliga. Ein gezielter Tritt des Ghanaers Anthony Yeboah, der so im Frankfurter Waldstadion einen Igel unsanft aus dem Schlummer riss. So, diesmal haben wir wieder alle beieinander und können zum klassischen Torwandschießen kommen. Wer möchte denn anfangen? Fange ich an? Ja, warum nicht? Kann man doch machen. Mit beiden Bällen oder einen? Nee. Ja, genau, immer nur einen, ne? Das ist im Fußball so. So. Schade. Mit Anlauf mehr. Also Einsagen aus dem Publikum gilt nicht. Oh, das ist aber schon sehr knapp. Einmal links, einmal rechts und jetzt in die Mitte. Knapp. Okay, oh, bitte, bitte, gern geschehen. Ja, das war's schon, ne? Immer hinlegen. Er ist ja einfach auch mehr drin, ne? Also. Oh. Maurizio, jetzt lang, sonst wird's dann unanständig. Ui. Aber sie waren ja auch mal Stürmer. Also. Wir haben noch drei Schüsse, kann noch ausgleichen. Los. Hemmungslos. Oh. Aber. Wenn es bissig wäre, würde man jetzt sagen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ja. Ah, dann mache ich hier einen. Ah. Aber echt knapp. Alles. Letzte Mal wieder probieren. Dann hier, Job. Nee. Qual der Wahl, gleich drei, nur noch einen Schuss. Hey! Also das war schon. Klasse. Das war schon rekordverdächtig. Ja. Toll. Sabina. Maurizio, wenn Berti Fuchs das sieht, sind Sie wieder ein Thema für die Nationalmannschaft. Ja, hoffen wir es doch, aber ich glaube, der macht das nicht von der Torwandschießen abhängig. Aber ganz abgesehen davon, sind Sie eins? Glauben Sie, das könnte noch mal klappen, gerade jetzt nach dem Wechsel? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben einen sehr guten Saisonstart. Meine Leistung stimmt auch. Und wenn ich weiter so spiele, hoffe ich doch, dass ich auch mal eine Chance bekomme. Also, danke fürs Mitspielen. Ja. Tschüss, gut nach Hause. Tschüss. Tschüss, Maurizio. Wenn man von dieser Leichtathletik-WM spricht, dann denkt man, glaube ich, nicht nur an Athleten, die großartige Leistungen gebracht haben, sondern man denkt auch an ein einmaliges Stuttgarter Publikum.
Und die haben wirklich gezeigt, dass man was tun kann gegen Ausländerfeindlichkeit und sich eingesetzt damit für Olympia 2000. Mehr kann man einfach nicht tun. So, und jetzt der vorletzte Tag dieser WM von Dieter Kürten. Morgen Abend um diese Zeit werden diese vierten Leichtathletik-Weltmeisterschaften schon Geschichte sein. Es waren herrliche, stimmungsvolle Tage, die allen unvergessen bleiben werden. Wunderbare Wettkämpfe, ein fantastisches Publikum, ein Ereignis, das sicherlich auch der deutschen Leichtathletik Auftrieb geben wird. Dieser vorletzte Tag, wieder einer reich an Höhepunkten. Zu Hause in Kenia werden die Menschen nicht fragen, warum ihre Läufer die Besten sind. In Stuttgart gab es eigentlich auch nie ernsthafte Zweifel an der Überlegenheit von Kiptanui und Sang. 3000 Meter Hindernis. Einmal sah es so aus, als würde ein Marokkaner mithalten können. Es sah aber auch nur so aus. Titelverteidiger und Weltrekordhalter Moses Kiptanui war das hohe Tempo, das der Engländer Tom Hanlon vorgelegt hatte, entgegengekommen. Sein in Zürich lebender Landsmann Patrick Sang war ihm nach 5 Runden in die Spitze gefolgt. In einer Fünfergruppe weiter hinten hatte sich zu diesem Zeitpunkt Steffen Brandt etabliert. Und in der letzten Runde ging der Wattenscheider Olympiafünfter auf Rekordkurs. 60 Meter hinter den Kenianern lief Brandt seine bisher schnellste Zeit. Moses Kiptanui mit Jahresweltbestzeit von 8 Minuten und 6,36 Sekunden vor Patrick Sang und dem Italiener Lamborghini. Steffen Brandt als Sechster hatte viel zu erzählen, viel mehr als die beiden Sieger, an deren Erfolge sich die Leichtathletikwelt längst gewöhnt hat. Und zu Hause wissen sie schon lange, dass Kenia die besten Langstreckenläufer hat. Die drittbeste deutsche Weitspringerin hinter Heike Drechsler und Susan Tiedtke. Heute stand auch Helga Radke mal im Blickpunkt. Denn im Dreisprung macht ihr keine andere Deutsche etwas vor. Mit 14,30 Meter hält sie den deutschen Rekord und qualifizierte sich gestern als Tagessiegerin für das Finale. Doch der Anfang war schwer. Zweimal ungültig mit 13,86 Meter, so gerade noch im Endkampf. Eine Stärkung zur rechten Zeit. Allmählich ging es aufwärts. Im letzten Sprung hatte sie das Timing endlich gefunden. 14,19 Meter, das bedeutete Platz 5. Am Ende fehlten 4 cm zur Bronzemedaille. Die hatte sie bei der Europameisterschaft 86 in Stuttgart schon mal im Weitsprung gewonnen. Mein Ziel war wirklich, unter den ersten 8 zu kommen. Und es hat ja gerade so gereicht. Ne? Also, ich wäre ja fast nur Siebte geworden. Also mit der Platzierung bin ich sehr zufrieden. Mit der Weite natürlich auch. Bestleistung in diesem Jahr, was will ich mehr? Rekord wäre natürlich noch besser, aber wollen wir nicht ganz übertreiben. Ne? Ist er denn möglich noch oder ist das jetzt so ziemlich schon die Leistungsgrenze? Ich würde denken, dass er noch drin ist. Es gibt noch ein paar Reserven. Es war auch nicht so eine große Windunterstützung. Ich denke mir, wenn der Wind ein bisschen von hinten noch mehr blasen wird, sind die 14,30 Meter drin. Die Weltrekordlerin Jolanda Chen aus Russland. 14,97 Meter war sie Ende Juni gesprungen. Heute ging es nicht ganz so weit. Auch für sie war der letzte Sprung der beste. 14,70 Meter, damit wurde sie nur Zweite und war am Ende auch den Weltrekord los. Mannschaftskameradin Anna Birjukova überzeugte mit der besten Serie, alles über 14,50 Meter. Fünfter Versuch, ein Satz über 15,09 Meter. Als erste Frau der Welt über 15 Meter, der Höhepunkt eines Wettkampfes mit zahlreichen persönlichen Bestleistungen und Landesrekorden. Die WM-Premiere im Dreisprung der Frauen also ganz verheißungsvoll. Der Stellenwert der Leistungen wird aber erst in den kommenden Jahren relativiert werden können. Am Ziel in zweifacher Hinsicht, die 4x100 Meter Staffel der USA. In der Besetzung Drummond, Kaysen, Mitchell und Burrell stellten die Amerikaner im Halbfinale mit 37,40 Sekunden den alten, von ihnen selbst gehaltenen Weltrekord ein. Erfreulich, alle deutschen Staffeln konnten sich für die Finalläufe morgen Nachmittag qualifizieren. In einer weiteren Laufentscheidung heute Abend gab es Favoritensiege. Über 10.000 Meter gewann die Chinesin Yongxia Wang. Uta Pippich kam auf den 9. Platz.
Den Hochsprung der Frauen gewann die Kubanerin Quintero vor ihrer Landsmännin Costa und der Österreicherin Sigrid Kirchmann. Seine Daten: Löwenmähne, 2 Meter Körpergröße, 130 Kilogramm Gewicht, 32 Jahre alt. Werner Günther, der weltbeste Kugelstoßer, den sie in der Schweiz als Volkshelden feiern. Im Athletendorf musste dem Weltmeister von Rom und Tokio das Bett verstärkt werden. Natürlich war auch die Matratze zu kurz. Wenn der Hühner aus Utwil sich den Hals kreidet, entscheiden sich Wettkämpfe. Sein Markenzeichen: zu faul, die Kugel aufzuheben. Aber dann. Sein erster Versuch. Gleich fliegt die 7,25 Kilogramm schwere Kugel auf 21,97 Meter. Nicht die ganz große Weite, macht nichts. Sie da oben verehren ihn. Noch einmal schnelle Drehung, kraftvoller Stoß, dreimal in Folge Weltmeister. Ja, also ich würde sagen, heute war es eher Zufall. Ich habe bei der Qualifikation schon am Anfang sehr, sehr gutes Gefühl gehabt, dass es, glaube ich, so gut klappt, bin ich selber auch überrascht. Und Gott sei Dank, ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre der Wettkampf vielleicht gekippt. So hatte der Schweizer vorgelegt und kein Konkurrent ihn stoppen können. Auch nicht Sven Buder, sein Kommentar eindeutig. 19,74 Meter brachten nur Platz 8 für den Deutschen. Teamkollege Johnny Reinhardt wurde 9. So blieb Sven Buder nur dem dreifachen Weltmeister zu gratulieren, dem Herrn über die Eisenkugel. Professor Helmut Diegel, seit April Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes. Welches Fazit ziehen Sie denn am Vorabend des Schlusstages dieser WM? Unter sportpolitischen Gesichtspunkten hat es sich gelohnt, dass der Deutsche Leichtathletikverband diese Weltmeisterschaft hier in Deutschland, in Stuttgart, hat ausrichten dürfen. Ich glaube, dass diese Weltmeisterschaft gerade auch unter innenpolitischen Gesichtspunkten nicht hoch genug beurteilt werden kann. Gerade angesichts der Probleme, die sich hier in Deutschland bezogen auf die Ausländer uns gestellt haben, hat das Stuttgarter Publikum, haben aber auch die Athleten mit ihren Wettkämpfen gezeigt, dass wir gute Gastgeber sein können. Insofern ist dieses sportliche Ereignis auch politisch zu beurteilen. Unter sportfachlichen Gesichtspunkten, glaube ich, hat es nun einmal mehr sich bestätigt, dass wir als Deutscher Leichtathletikverband nicht an die Tradition der ehemaligen DDR anknüpfen können. Wir haben schöne Erfolge von unseren Leistungsträgern hier erleben können, so zum Beispiel von Lars Riedel, von Heike Drechsler. Sie haben die Erwartungen, die sie sich selbst gesetzt haben, erfüllt. Dafür sind wir als Verband natürlich sehr dankbar. Auch Paul Meyer hat mit seiner Bronzemedaille eine Leistung vollbracht, die beispielhaft für uns ist. Wir haben natürlich auch Schwierigkeiten in einigen Disziplinen aufzuweisen. Manche unserer Athleten waren nicht so zufrieden mit ihren Leistungen. Zum Beispiel im Speerwurf wäre mehr zu erwarten gewesen. Aber insgesamt ist das Herausragende für uns, dass unter fachlichen Gesichtspunkten viele Athleten dieser großen jungen Mannschaft ihre persönlichen Bestleistungen vollbracht haben. Sie wurden von ihren Trainern gut vorbereitet. Man hat gesehen, dass die Vorbereitungsarbeit sinnvoll war. Und dies macht Mut, dass man konsequent weiterzuarbeiten hat. Wir hören das Publikum. Wie bewerten Sie die Begeisterung? Viele kommen ja und sagen, also die feiern sich jetzt schon selber. Ja, ich glaube schon, dass hier etwas ganz Eigenartiges sich ereignet hat. Man muss ja dabei berücksichtigen, dass das Publikum nahezu täglich sich erneuert hat. Denn es sind nur wenige Leute, die die ganze Zeit hier anwesend sind. Und jeder musste nun in die Rolle des Vorgängers schlüpfen. Man musste ein gutes Publikum sein. Aber dieses Publikum war dennoch auch auf eine ganz beispielhafte Weise ein faires Publikum. Es verteilte sehr dezidiert Pfiffe, es wusste sehr sensibel Leistungen zu bewerten und der Applaus wurde keineswegs pauschal verteilt. Dies alles macht deutlich, dass es sich lohnt, für das Prinzip Fair Play sich einzusetzen und dass dies auch vom Publikum honoriert wird. Wir haben eben den 10.000 Meter Lauf gesehen. Die Chinesinnen sind meilenweit vorweggelaufen. Der Verdacht schleicht sich immer wieder ein und der wird auch von den Athleten geäußert.
dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. Was kann man tun, um diesen Dopingverdacht auszuräumen? Es sind ja nur noch einige wenige, die sich internationalen Untersuchungen verweigern. Also zunächst ist es wichtig, dass wir die Leistungen der Sieger anerkennen. Selbst wenn man Zweifel hat, dann muss hier so viel gelten, wie es üblicherweise auch im allgemeinen Leben gilt, im dubio pro reo. Das heißt, ich lege schon Wert darauf, dass wir respektieren, wenn unsere Gäste hier Goldmedaillen gewinnen, dass dies verdiente Goldmedaillen sind. Dennoch bleibt der Dopingverdacht im Raum. Dies liegt in erster Linie daran, dass viele Länder hier teilnehmen, die keine Trainingskontrollen in Eigenregie aufweisen und dass die internationalen unangekündigten Trainingskontrollen bislang noch zu wenig verteilt in diesen 194 Ländern der Leichtathletik, die hier teilgenommen haben, durchgeführt worden sind. Das hat zur Folge, dass hier in Wettkämpfen Athleten angetreten sind, die noch kein einziges Mal in einer überraschenden Trainingskontrolle überprüft wurden. Unsere Athleten hingegen wurden in der Regel zwischen 4 bis 15 Mal in den vergangenen 9 Monaten überprüft. Ich habe deshalb auch Verständnis für unsere Athleten, wenn sie von uns verlangen, von den Funktionären, dass wir alles tun, dass im internationalen Raum vergleichbare Bedingungen geschaffen werden. Stichwort Berlin. Glauben Sie, dass diese Weltmeisterschaft Schubkraft gegeben hat für die Bewerbung? Ich glaube, dass diese Veranstaltung für die Berlin-Bewerbung sehr viel mehr war als alle anderen Aktivitäten, die bislang in der Bundesrepublik erfolgt sind. Die Ausländer haben es gewürdigt. Sie haben uns die Rückmeldung gegeben. Sie haben immer wieder erneut bestätigt, dies ist ein Beweis, dass Berlin auch in der Lage ist, Olympische Spiele zu organisieren. Und Ihre Sportart wird sicherlich auch profitieren. Ich glaube, dass wir zumindest, was die Popularität der Leichtathletik anbelangt, in diesen Tagen für uns einen Gewinn verbuchen können. Nun wird es darauf ankommen, danach, wenn der Alltag eintritt, etwas von diesen positiven Effekten hinüber zu retten, damit wir den Problemen, die wir nun in der Tat zur Genüge in unserem Verband anzutreffen haben, dass wir diese Probleme lösen im Interesse unserer Athleten. Apropos Sogwirkung, was gab es denn nun wirklich grundlegend Neues bei dieser WM? Hans-Joachim Galli. Schwaben sind normalerweise sparsam, aber bei der WM ließen sie sich wirklich nicht lumpen. Hier füllt Herr Fröhlich den Wassergraben mit Mineralwasser auf. Das Becken fasst immerhin etwa 2.500 Liter. Was gab es noch Neues bei diesen Weltmeisterschaften? Zum Beispiel einen Spezialkleber für diese Aufkleber, Schwäbisch Bäberle. Weil er nicht hielt, was er versprach, griff man bald wieder auf Altbewährtes zurück, ging auf Nummer sicher. Der Antrag der Orientierungsläuferinnen, ins WM-Programm aufgenommen zu werden, wurde abgelehnt. Ihr Präsentationsrennen fand nicht statt. Die Damen konnten sich partout nicht auf eine Strecke einigen. Herr Fröhlich immer noch bei seinem Tagwerk. Eine bemerkenswerte Neuregelung gibt es vom Hochsprung zu vermelden. Die Latte muss nicht mehr unbedingt überquert werden. Wie man sieht, bereitet die Umstellung auf den bereits liebevoll Limbo genannten Stil nur noch wenigen Kopfzerbrechen. Dasselbe Prinzip gilt im Übrigen auch ab sofort für die Stabhochspringer. Das veränderte Reglement trifft vor allem Unentschlossene. Natürlich wurden auch neue Materialien erprobt. Eine Mischung aus Kautschuk und Bambus soll es jetzt bringen. Der Prototyp fiel aber durch. Ein ausgereifteres Modell stellte Höhenjäger Sergej Bubka vor. Der Ukrainer befindet sich zurzeit in einer erdnahen Umlaufbahn. Stunden später hat Herr Fröhlich sein Werk vollbracht, aber da ihm als Schwabe auch eine gewisse Liebe zum Detail angeboren ist, hat er seinen Sportlern ein bisschen gemütlich gemacht. Es könnte ja sein, dass sich mancher zu einem kleinen Verbleib entschließt. Und was gibt es Schöneres, als in feinstem Mineralwasser zu planschen? Doch nicht alle Athleten hatten ein Auge für Herrn Fröhlichs netten Zug. Ein abgeschlagener Läufer zog es vor, auf direktesten Weg in sein Heimatland zurückzukehren. Apropos. Es liegt in der Nähe des Bermuda-Dreiecks. Es
gab natürlich heute auch noch andere sportliche Höhepunkte und die hat mein Kollege Andreas Linke zusammengefasst. Bei den Weltmeisterschaften der Bahnradfahrer unter dem Dach der imposanten Olympischen Eisschnelllaufhalle im norwegischen Hamar gingen die deutschen Hoffnungen am Abend buchstäblich in die Brüche. Am ärgsten betroffen im Wettbewerb der Kairin-Fahrer, der dreimalige Weltmeister dieser japanischen Form des Radsprints Michael Hübner aus Chemnitz im weißen Trikot. Nachdem der motorisierte Tempomacher nach 6 Anlaufrunden die Jagd freigegeben hatte um den Einzug ins Finale, nur die 2 Ersten der 6 erreichen es, brachten sich die Franzosen Manier und Colas geschickt in Führung, Hübner an dritter Stelle. Und er musste dann, die Glocke zur letzten Runde kommt, unbedingt einen der beiden Franzosen noch vor Erreichen der Gegengeraden passieren und wird zu Fall gebracht. Unfair vom zweiten der Franzosen von Colas. Die Zeitlupe zeigt es noch einmal. Achten Sie auf Colas, zweiter Franzose und seinen rechten Arm, wie er sich einhakt bei Hübner und ihn vom Rad reißt. Eine ganz grobe Unsportlichkeit, wie ich sie selten erlebt habe in 25 Jahren Radweltmeisterschaften. Der Belgier Schöf stürzt auch noch und dazu ein Däne. Und ebenfalls gestürzt war im Kampf ums Einzug ins Finale der Kairin-Fahrer schon der andere Deutsche Bill Hook aus Berlin. Aber am ärgsten getroffen hat es Titelverteidiger Michael Hübner. Dr. Stockhausen nämlich stellt fest, das linke Schlüsselbein ist gebrochen. Auch der Belgier Skoufs ist ausgeschieden. Noch aber Ärger hat es Michael Hübner getroffen. Das bitterste Wochenende seiner Laufbahn. Gestern die Niederlage im Sprint und nun heute diese. Und das auch ein großer finanzieller Verlust, denn Michael Hübner ist Profi. Und ungerecht dann auch das Finale. Es führt der Japaner Toshimasa in der Mitte. Links außen kommt der Australier Naivand, aber innen ging durch. Ganz innen unerlaubt Frédéric Magnier, der Franzose, der sich als Sieger wähnte. Doch die Jury sah es anders. Regelverstoß für Franzosen rechts unten. Und zur Küste ein Australier die Kairin-Goldmedaille, nämlich Gary Niewand, der gestern schon den Sprint-Titel gewonnen hatte und dabei die Freundschaft mit Hübner zerstörte. Steffi Graf steht im Endspiel beim Tennisturnier in Toronto. Gegen die Schweizerin Manuela Maleeva-Franier hinten hatte sie im Halbfinale keine Probleme. Mit der unterschnittenen Rückhand und mit der druckvollen Vorhand kontrollierte sie das Spiel. Und wenn sie selbst mal in Bedrängnis geriet, dann kamen auch solche Passierbälle. Manuela Maleeva-Franiers Spiel war harmlos, drucklos, ideenlos. Die 6000 Zuschauer sahen ein einseitiges Match. 6:2 ging der erste Satz an Steffi Graf, die im ganzen Turnier bisher noch keinen Satz abgegeben hat. Die Weltranglisten-Zwölfte aus der Schweiz völlig von der Rolle. Steffi Graf ging auch im zweiten Durchgang schnell mit 4:0 in Führung. Bei eigenem Aufschlag ließ die Weltranglisten-Erste nur 11 Punkte ihrer Gegnerin zu. Das Turnier in Toronto ist der letzte ernsthafte Test vor den US Open. Und Steffi Graf scheint alle Verletzungsprobleme gut überwunden zu haben. Der Matchball schließlich wurde wieder durch einen Fehler der Schweizerin entschieden. Game set, match. 6:2 und 6:1 das Endergebnis. Im Finale geht's für Steffi Graf morgen gegen Jennifer Capriati. Boris Becker hatte in seinem Halbfinale in Indianapolis wesentlich mehr Mühe. Sein Gegner, der Australier Patrick Wafter. Ich kenne ihn nicht, hatte Becker vor dem Spiel gesagt, aber er sollte ihn noch kennenlernen. Wafter, hinten im Bild, ein guter Surf- und Volleyspieler. Der Australier hat im Viertelfinale überraschend Vorjahrssieger Pete Sampras geschlagen, der nach dieser Niederlage den Rang 1 der Weltrangliste an Jim Courier zurückgeben muss. Aber auch Becker zeigte, dass er auf dem Hartplatz Aufschlag und Netzangriff beherrscht. Mit 6:4 gewann er den ersten Satz. Nachdem er den zweiten Durchgang mit 3:6 abgeben musste, kam Becker im dritten dann wieder besser in Schwung. Es entwickelte sich ein packendes Duell, der Australier Nummer 139 der Weltrangliste, 20 Jahre alt.
Das Publikum war von dem Spiel begeistert. Es bot eine ganze Reihe toller Ballwechsel. Becker jetzt hinten im Bild. Schwer kämpft also der Matchball für Becker. Er entschied ihn mit einem direkten Aufschlagpunkt. 6:4, 3:6, 6:3 Sieger Becker. Er trifft in seinem Finale auf den neuen Weltranglisten Ersten Jim Courier. So, da halten wir ihm natürlich die Daumen. Ja, das war schon wieder heute bei uns in unserem etwas ungewöhnlichen Sportstudio. Ungewöhnlich auch deswegen, weil ja vielleicht in Ihren Zeitschriften mein Kollege Norbert König ausgedruckt war. Der hat aber kurzfristig seine Sommergrippe genommen. Also von dieser Stelle aus, uns allen gute Besserung, Norbert. Das war's. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank, dass Sie so lange bei uns waren. Auf Wiederschauen. Adios. Tschüss. Sie sahen das aktuelle Sportstudio mit Becks. Tschüss, bis nächsten Samstag.